Mein Name ist Roland Reuberg. Seit 2000 bekleide ich den Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Produktionswirtschaft an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald. Und heute möchte ich mich interessanten Kommentaren aus der Evaluation stellen. Fangen wir mit dem ersten Kommentar an. Ich blicke zwar im Fach nichts, aber Sie finde ich einfach Oberknorke. Außerdem sehen Sie aus wie Mr. 47 von Hitman. Jetzt weiß ich leider nicht, wer Nummer 47 von Hitman ist, aber ich denke mal, ich bin der Hitman und da haben Sie schon durchaus gut getroffen. Nicht nur die Frisur passt, auch mein Grundverhaltensmuster. Hitman rockt die Uni. Schon wieder, Greifswald. Mehr Witze über die FH bitte. Das sind keine Witze, über die FH spreche ich nur reale sage ich nur Sachverhalte, die der Realität entsprechen. Also mit Witzen hat das nichts zu tun. Professor wirkt sehr motiviert, wird manchmal etwas zu schnell. Die Vorlesung ist jedoch immer gut nachvollziehbar. Bleiben Sie bei den anschaulichen Beispielen und den teils sarkastischen Einwürfen, so bleiben bestimmte Sachverhalte gut in Erinnerung. Ja, der Kommentar hat mich durchschaut. In der Tat, ich versuche meine Fachkompetenz mit entsprechenden pointierten Aussagen zu kombinieren und dann bleibt die eine oder andere Aussage vielleicht doch im Köpfchen des Studenten hängen. Insofern denke ich, der Mensch hat mich durchschaut. Rollberg rockt. Eventuell hin und wieder an die armen Ex-Facho-Schüler denken, die ihr Mathe-Propedeutikum zwar angerechnet bekamen, aber dennoch hin und wieder etwas hinterherhängen, weil Kenntnisse fehlen und oder man sich noch nicht wieder ans selbstständige Denken gewöhnt hat. Ja, ich versuche da etwas mehr Toleranz walten zu lassen. Wenn sich der FH-Schüler entsprechend dem Mathe-Propedeutikum gestellt hat, dann soll er auch eine reale Chance in der Produktionswirtschaft bekommen. Rollberg gleich Gott gleich awesome, yeah. Stimmt es, dass Sie jeden Morgen 1 bis 2 Fachhochschüler verfrühstücken? Also das finde ich jetzt etwas blasphemisch, mich auf so ein Podest zu heben. Awesome hätte gereicht, aber ich verfrühstücke keine Fachhochschüler. Kannibalistische Grundhaltungen sind mir fremd. Ironische Kommentare über Fiat Pandas. Die darf ich mir erlauben, schließlich war ich 16 Jahre lang Fahrer eines Fiat Panda. Denn ich habe immer gesagt, bevor ich im Sessel sitze, muss ich mein Geld zusammenhalten, um mir eventuell ein Taxi zu kaufen, falls alles schief geht. Aber es ist nicht schief gegangen. So mache ich jetzt Witze über die Pandas, die mich 16 Jahre lang begleitet haben. Rollo macht die besten Witze. Komischer Name, fühle mich eigentlich nicht angesprochen. Witze ist nicht das Thema meiner Vorlesung. Aber wenn Sie sich durchaus dann und wann erheitert fühlen, dann habe ich nichts dagegen. Wenn ich nur 10% von der Geilheit Professor Rollbergs hätte, wäre ich wunschlos glücklich. Er ist das elitärste Wesen, welches ich kenne. Ohne Rollberg ist alles doof. Das ist ein echt nettes Kommentar, aber ich gebe zu, 10% würde für die Klausur mit 1,0 reichen. Insofern gute Selbsteinschätzung. Aber ich weiß nicht, wie ich Ihnen dazu verhelfen kann, außer Ihnen zu erzählen, worum es eigentlich geht in der Vorlesung. Ich hätte gern einen Bruchteil des Genius und der Arbeitsethik von Professor Rollberg. Lehren Sie mich, bitte. Ja, das versuche ich ja motivationstechnisch die ganze Zeit in der Vorlesung hinzubekommen. Dass man zu kämpfen hat, rundherum im Semester, jeden Tag, ist ja immer mein Credo, weil sie ja ewig lange Semesterferien haben. Insofern ist es aus meiner Sicht in der Tat kein Problem, wirklich in den Semestern mindestens 6 Tage die Woche rund um die Uhr zu arbeiten. Die Lebensbalance stimmt in jedem Falle aufgrund der langen Semesterferien. Es gibt ein T-Shirt mit der Aufschrift We Love Rollberg. Dem schließe ich mich an. Das T-Shirt könnte man mir mal rüberschicken, da hätte ich nichts gegen. Das würde ich auch anziehen bei meiner Selbstverliebtheit. Professor Roland Rolewski ist das Beste, was die... Was steht da drauf? Unapfer, die steht Greifswald zu bieten hat? Was soll das bedeuten? Das Wort verstehe ich überhaupt nicht. Aber mich zu einem Rolewski zu machen, finde ich nicht besonders nett. Aber ich denke... Das ist, glaube ich, nett gemeint, wenngleich ich nicht richtig den Wortlaut verstehe. Wie viel Cola Light Lemon trinken Sie am Tag? Wenn ich ehrlich bin, 3 Liter bestimmt. Morgens versuche ich damit, die Wirkung der Blutdrucktabletten runterzubekommen und außerdem werde ich ja von der Großindustrie gesponsert. Die Sprüche mit den Smartphones und Flirt-Tipps für Störer. Ja, was denn die Sprüche mit den Smartphones? Was soll das bedeuten? Ist ja kein Satz. Aber wahrscheinlich meinen Sie...
das Zurechtweisen derjenigen, die immer noch glauben, an der Universität würden schulische Bedingungen herrschen, dass sie das ganz lustig finden. Ja, ich finde das auch ganz richtig und damit lernen die Studenten im Prinzip auch, dass sie in einer anderen Welt angekommen sind. Es wäre schön, wenn sie den Studenten mehr Mut zum Fragenstellen geben würden, da ihre recht autoritäre Art sehr einschüchternd sein kann. Eine etwas mehr erklärende Sprache wäre hilfreich beim Verständnis. Sonst finde ich die Vorlesung sehr gut. Also autoritär, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich bin an sich ganz liebes Kerlchen, würde ich eigentlich so einschätzen. Und einschüchternd, so kenne ich mich gar nicht. Da müsste ich mich mal echt beobachten, während ich eine Vorlesung halte. Aber in der Tat, Fragen, Mut zum Fragen stellen, das glaube ich, vermittle ich doch eigentlich dauernd. Denn immer unterbreche ich mich selber, um die Studenten zu fragen, ob sie denn nicht entsprechend mal was sagen wollen. Denn ich betone ja immer, dass ich mein Essen dafür bekomme, dass ich ihre Fragen beantworte. Insofern glaube ich eigentlich, dass ich immer dort keine einschüchternde Wirkung entfalte. Der Professor ist sehr autoritär. Dies ist einerseits gut, andererseits hat man Zweifel, sich zu melden oder zu fragen. Aus Angst. Ja, das erinnert mich jetzt wieder an Hitman. Ne? Also da dürfen Sie mich nicht falsch einschätzen. Ich sehe so aus wie Hitman, aber ich bin ein ganz netter Universitätslehrer. Jedes Mal Unterbrechung, wenn jemand zu spät kommt. Herr Rollberg braucht mehrere Minuten, sich darüber auszulassen. Ja, ich betrachte meinen Beruf eben nicht nur als Fachinhaltevermittler, sondern ich möchte auch durchaus pädagogisch auf sie einwirken. Und so gewisse Grundverhaltensmuster finde ich oftmals wirklich unglaublich grausig und deshalb versuche ich sie zu formen als Persönlichkeit, damit sie als Akademiker die Uni nicht verlassen mit proletarischem Verhalten, sondern durchaus mit angemessenem Verhalten. Ich finde es nicht angebracht, über andere Professoren zu lästern und sie zu diskriminieren. Sicher ist eine Kritik immer angebracht, doch muss sie sachlich bleiben. Da haben Sie völlig recht, über Professoren lasse ich mich eigentlich überhaupt nicht aus, höchstens über FH-Lehrer, um Ihnen den Unterschied zwischen FH und Uni klar zu machen, da Sie sich ja bewusst für die Universität entschieden haben. Aber diskriminieren tue ich niemanden, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, außer vielleicht einen. Sollte eine Pickelhaube mal mitbringen? Hab keine, ich bin für Spenden immer dankbar. Auswendig gelernte Witze, Anleuchten mit Laserpointer kann ins Auge gehen. Das habe ich noch nie gemacht. Anleuchten mit Laserpointer, das Einzige, was ich mache, ist, dass ich den Visualizer ins Publikum halte und dann auf dem Screen, wie man neudeutsch so schön sagt, die entsprechenden Störer mal abbilde. Das tue ich in der Tat. Die Witze sind nicht auswendig gelernt. Ich spreche einfach so unglaublich schlecht, dass man den Eindruck bekommt, ich hätte das auswendig gelernt. Nicht von oben herab auf die Studenten einreden und sich nicht als Meister bezeichnen, der allein alles weiß und alle anderen können nichts. Beleidigt sogar Studenten. Stulle. Ja, ich habe nicht den Studenten beleidigt, sondern die Tatsache, dass er eine Stulle gegessen hat, nehme ich an, wenn dort Stulle stand. Und Essen im Vorlesungssaal ist bei mir schlichtweg nicht erlaubt. Wir sind ja nicht in der Schule, es herrscht keine Anwesenheitspflicht. Wer Stulle essen will, der darf rausgehen. Da habe ich gar nichts dagegen und bin auch nicht böse. Was war das noch? Als Meister habe ich mich bezeichnet. Ach, da war ich mal wieder zu realistisch. Herr Rollberg könnte manchmal seine Ausdrucksweise überdenken. Er verlangt von den Studenten kultivierte Ausdrucksweise, so können wir es von ihm auch verlangen. Das ist durchaus richtig, ich bemühe mich ja auch. Aber manchmal herrscht die Situation, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und dann versuche ich mich manchmal dem studentischen Missverhalten rhetorisch anzupassen. Anstößige, wenn auch nicht böse gemeinte Gespräche, wie zum Beispiel Fresse oder raus, müssen unterlassen werden. Aussagen dieser Art überdenken. Haben Sie absolut recht. Das ist mir 1, 2, 3 Mal in 18 Jahren passiert. Ist aber dann meistens der Tatsache geschuldet, dass das, wie ich eben das schon formulierte, das Verhalten eigentlich genau diese Formulierung nahelegt. Aber in der Tat, das muss nicht sein und das werde ich auch unterlassen, soweit ich mich im Griff habe. Ich finde, Sie sollten Ihre Meinung zu FHs überdenken und nicht runtermachen. Ich mache FHs nicht runter, sondern ich erkläre immer den Unterschied. Universitäten sind Bildungsstätten, FHs sind Ausbildungsstätten. Damit mache ich die FHs nicht runter, sondern ich unterstreiche damit nur den unterschiedlichen Bildungsauftrag dieser beiden Institutionen. Weniger Witze, Scherze. Ich finde sie nicht lustig. Jo, das bleibt Ihnen überlassen. Ich finde mich eigentlich auch nicht besonders lustig, aber manchmal pointiere ich doch die ein oder andere Aussage, weil ich weiß, dass das im Gedächtnis hängen bleibt. Und wenn das bei 3, 4 Leuten gelingt, dann ist mir Ihr Missmut das schon wert. Damit sind wir am Ende der
Evaluationskommentar-Kommentierungsstunde. Und wenn euch das gefallen haben sollte, so lasst ein Like, wie man französisch sagt, da. Vielen Dank.